Leute, herzlich willkommen zu Premium Pokémons hier. Pokémons vor allem. Und zwar machen wir heute wieder was, wenn diese Planet ausgepackt ist? For the Gold Falter. Yes. Und wir machen die letzten 12 Booster dieses wunderschönen Clash der Rebellen Displays auf. Mhm. Und ihr wisst, wir machen jetzt, na, jede Woche nicht, aber irgendwann random, kann ja mal sein, dass zweimal die Woche kommt sowas oder ist ja egal. Oder jedes nie. Mal, oder nie. Jedes Mal, wenn wir vier Booster aufmachen, ihr seht, vier Booster. Jedes Mal, wenn wir 12 Booster aufmachen oder mindestens 12 Booster aufmachen, kommt ein Hit aus diesem Video in den Pod. Momentan haben wir einen Katapult-Ravi, einen Katapult-Ravi-Max und einen Duraludon-Holo. Genau. Im Pod. Und wer die letzten Videos gesehen hat, ne, die letzten zwei vor allem, wo wir den Rest von dem Display aufgemacht haben, der müsste wissen, hier könnte vielleicht noch ein bisschen was... Der Schatz schlummern. Vielleicht sogar die Goldmotte, genau. Wer weiß, das wäre jetzt natürlich krass. Das wäre Card-Buddies-like, wenn wir wirklich damit abschließen würden. Ja, genau. Genau. Was ich nur sagen wollte, sollten wir die Goldmotte tatsächlich jetzt ziehen, dann wird dieser Pot verlost. Plus genau. Eine Karte noch extra, die ja, durch diese Folge ja auch noch da landet. Genau, und es wird auch im Video verlost, also das Video, was dann, wo wir es ziehen, das wird dann das Verlosungsvideo sein. Das werden wir nicht im Freitagsstream verlosen oder so. Und genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein, oder? Mhm. Und gucken mal, was hier noch drin ist. Also wir hatten, wir können noch 5 Hits erwarten, ne, wenn wir nach dem Durchschnittsdisplay gehen, tatsächlich. Ja. Ich glaube, ja. Wir hatten nämlich in der letzten Folge mussten 3 Hits. Genau, und im ersten hatten wir keins. Das ist Spoiler, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber also, wenn ihr es eh noch nicht gesehen habt, dann... Also 5 Hits in 2 Booster. Oh, Olivia. Ja, nimm sie mit und geh da auf die Couch. Und okay. Lass die Palme wackeln. Ja, dann gehe ich mal. Wir haben ja jetzt immerhin eine schöne Palme. Ja, die habe ich ja gemeint. Botanik ist am Start. Ah ja, deswegen. Ja. Wohl. Und... Noch so ein Scheißvogel. Ja. Ist kein guter Vogel, ne? No. So. Dennis. It's not a good bird. Da muss jetzt ein bisschen was rauskommen, ne? Da muss jetzt, weil sonst war das Display ganz schön schlecht. Yaro, Patrot, Luxio, Primova, Sichlor, Nasknet, Wingull, Smogon, Symbolara und ein Voldona. Also auch nichts, ne? Das heißt, wir werden jetzt 10 Booster noch und dann müsste jetzt eigentlich 50-50 Hits sein, ne? Da 50, will ich mal 50 Hits auf Booster. 50 Hits, ja, 50 Hits auf Boosters, ne? 50 Hits auf Packs. So, wir haben den geräumigen Eimer. Devil Stadion, Waggon, Eimer Bula, Electek, Natu, Gramokles, Bämon und Wa. Aber es ist der Trainer, es ist Ausrüstungsentsorger im Siegelplayer. Nice. Das heißt, der könnte eventuell im Pott landen. Eventuell. Aber das heißt auch, dass wir wahrscheinlich die Motto nicht mehr ziehen werden in diesem Video. Was heißt, dass diese Serie wahrscheinlich noch länger gehen wird, aber vielleicht haben wir ein Error-Display, ne? Aber ey, wir hatten ein ziemlich gutes Display, ne? Ich glaube, Kotomi Full Art war noch drin, Ausrüstungsentsorger, auch spielbare Karte. Mhm. Not so bad, würde ich sagen. Luxio, Femicola und ein Raffel. Banstimos, Raupi, ein Schmerbe, Picuda aus Anzugsnetz und ein Belsa. Okay. So, bin ich mal gespannt. Also nach der Rechnung müsste hier wieder ein Hit drin sein, ne? Aus Liberlo. Gute Liberlo-Pack. Ups. Schauen wir mal. Vielleicht war das ja gerade die Goldmotte, die hier so angeklingelt hat. Und gesagt hat, so, jo, ich komme heute später. Oder ich komme heute gar nicht. Ich denke eher, sie kommt gar nicht. Wir haben Toxel, Pantimos, ein Schneebedeck, Dusselgur, Flampion, die gute Sania und was haben wir als Rare? Es ist ein Flampion. Oh shit. Okay, this card is very special. This is a very special display, I guess, ne? Wobei wir haben sie am Anfang sowas von durchgemixt. Aber gucken wir mal. Ausrüstungsentsorger. Stuart. Waggon. Lusi. Der gute Stuart. Wer kennt ihn nicht? Bämon. Shinox. Sankabu. Ein Vermicula. Und ein Britziegel wie. Nice. Das Meme-Mon aus dieser Gen quasi. Ich predikte, dass das Ding tatsächlich am Ende im Pott landet, ey. Das Britziegel? Ja. Ich find's gut. Ich würde den Ausrüstungsset sogar gerne behalten. Weil wir haben, guck mal, wir haben schon Katapultra und Katapultra V-Max im Pott. Holy shit. Ja. Premium. Aber wir gönnen euch natürlich auch, ne?
So, wir haben einen Navi-Tau. Hier wird nur gegönnt. Ja, immer. Das G in Card Buddies steht für gönnen. Galamauzi. Die war ja ein gutes Kerpedor mit diesen... Die Guard Buddies. Die Guard Buddies. Leute, wenn ihr Bock habt, eure Garten-Utensilien zu kaufen, könnt ihr das gerne bei uns machen. Und... Oh, Vulnona. Könnte auch ein... Ah, Kotomi und Vulnona in einem Whisky. Richtig gut. Vor allem Kotomi Vullard, ne? Mega gut. So, aber es war wie predicted, ne? Jetzt wo die erste... Also zwei Hits müssen hier noch drin sein. Zwei Hits bräuchten wir noch. Dann hätten wir unser Durchschnitt-Display. Vielleicht haben wir auch ein 10-Hit-Display, ne? Wer weiß? Wer weiß, kann man nie sagen. So. Feuerenergie. Sehr wohl. Steraldin. Elektroball. Mit Lampignon. Vulpix. Hukumil. Galaporenta, Galamauzi, Duselgur und ein Summer Center Non-Holo Rare. Okay, dann wären wir wieder hier bei Riffax. Ich würde gerade sagen, wir haben alle Packer drin, aber nein, haben wir nicht mehr. So, schauen wir. Ihr könnt mal gerne übrigens auch in die Kommentare schreiben, was wir vielleicht nächste Woche aufmachen sollen. Ne? Von Clash der Rebellen natürlich wieder, weil die Motte ist natürlich nur ein Clash der Rebellen drin. Ne? So, wir haben einen Fandra, Bronzong, Yarrow, Fukano. Ein Bämon, Skoppel, Paragoni, Goldra, Picuda und ich sehe schon, ein Hit und es ist ein, ein Kubuin. Uff, das wird spannend. Nice. Kubuin oder Britzigel for the Pot. Oder Ausrüstungsentsorger in Vulnona. You never know. Wie viele Folge ist das eigentlich jetzt? Ich glaube die vierte, ne? Vierte. Nee. Oder doch. Ist eine Folge mal nichts in den Pot gekommen? Ne, wir hatten noch mit dem Blister angefangen, oder? Mhm. Und dann haben wir das Display weitergemacht. Display. Ja, das ist tatsächlich die vierte. Leute, ein Monat schon machen wir das Ganze. Ich glaube, ich hatte geguckt, dass jede Woche eine Folge kommt, wenn dann. Plaudergei, Fandra, Klonkett, Skunkapu, zu viel von den Viechern. Wir haben hier Nasgenäht, alles der Waggon und ein Elevoltec. So. Dann haben wir noch zwei Booster für einen Hit. Mhm. 50-50 Chance. Gucken wir mal, ob hier noch was drin ist. Ob die Goldmotte vielleicht doch noch hier drin ist in einem Error-Display mit zwei Secret Rares. Hm. So, Furnifras, Xatu, ein Navitop, Raffel, Schneebedeck, Natu, ein Unrat Hydrox, Duselgur, Galalauch, Slot Reverse Rare, nice, und ein Pantyforce. Das heißt, du müsstest jetzt einen Hit haben. Ja? Ja, wenn wir bei den 8 Hits bleiben. Oder dann hätten wir nur 7 Hits, man weiß. Was hast du noch? Mal schauen. Vielleicht noch den Boss in Full Art? I guess that would be nice. Yes. Waggon, Furnifras, Xatu, Galaf Lampignon, Skoppel, Vulpix, Paragoni, Porenta. Lombrero on the last card. Last card ist Pokusan. Also tatsächlich nur ein 7-Hit-Display. Aber gar nicht so bad. Haben wir keine Holo in dem Part gezogen? Nein, wir haben ja die Polos ja alle schon alle gezogen im ersten Part. wir hatten einfach vier Holos im ersten Part. 4 Hits im letzten Part. Not bad. So, was machen wir denn jetzt dann? Würfeln wir wieder. Sollen wir die Raichu-Coins nehmen? Wir nehmen die Raichu-Coins. Ja, wir müssen alles ein bisschen random machen. 4 Stück haben wir, ne? Mhm. Wir haben das letzte Mal nämlich gemacht mit den Marshadow Pins. Je nachdem, wie viele Marshadow Pins oben waren, das war dann die Zahl. Und jetzt machen wir was mit den Raichu-Dingern, die wir nicht aus den Raichu-Boxen haben, sondern aus den Raichu-Pokebällen. 1, 2, 3, 4. So, das heißt, je nachdem. Oder sollen wir eine Münze nach der anderen schmutzen? Oder so. So. Moment mal, was ist denn überhaupt erstmal, was zählt ja. denn? Ja, Kopf zählt dann. Genau, Kopf ist eine, also wir sind noch bei 0 quasi. 1. Und? Sollen wir nochmal, oder? Ja, im Bild. Im Bild, ne? Hat sich nicht geändert. Also die Nummer 1 wäre es dann. Okay, dann. Und? Puh, Import landet. Britzigel, wie du predicted hast. Raichu hat gesprochen, Leute. Und ja, wie gesagt, Schreibt doch immer mal in die Kommentare, was für Produkte wir oder was wir für Clash der Rebellen das nächste Mal aufmachen sollen. Und was für eine Möglichkeit wir zum Auslosen das nächste Mal nehmen sollen, weil ganz ehrlich, würfeln ist langweilig. Das ist einfach, wir müssen individueller sein. Wir müssen ein bisschen
Wie nennt man das? Das nächste Mal, wenn wir vier Hits haben, binde ich dir die Augen zu und du läufst viermal über die Straße. Bei jedem Mal, wo du nicht angefahren wirst. Das hört sich richtig gut an, Leute. Das hört sich richtig gut an. Ich glaube, das machen wir. An der Stelle, Leute, falls euch das Format gefällt, dann lasst gerne mal eine positive Wertung da. Auf jeden Fall. Und freut euch auf den Pod. Der wird immer größer. Wahrscheinlich haben wir nachher irgendwie bei Darim so die komplette Playmat voll nur mit einem Pod so. Ein Pod so hoch dann und Mod immer noch nicht. Und dann ist einfach Clash der Rebellen out of print und du kannst das Format nicht mehr machen. Das ist ganz schön sad. Bodybags. Leute, also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Checkt das ab, was unter dem Schreiben. Verlinkt es sehr gerne Twitch. Da sind wir recht aktiv aktuell mit random Streams. Und Instagram sehr gerne. Und ja, Dennis, gibt's noch was zu sagen? Kauf Karten, denn... ich mag Moneten. Ciao.